Hallo und herzlich willkommen bei Frauchen gesucht im Tierheim Gießen. Ich möchte Ihnen heute den Mikey vorstellen. Mikey ist ein etwa 7 Jahre alter, ganz netter Rüde. Er wurde leider zusammen mit seiner Freundin Jenny im Tierheim abgegeben, weil die Familie sich mit Kind und Hund überfordert fühlten. Mikey leidet sehr im Tierheim. Er ist wirklich sehr angespannt und traurig. Und ich kann Ihnen berichten, es ist ein ganz toller Rüde. Heute Morgen wurde er von einer Hundebegleiterin schon einmal angeschaut, damit sie mir ein paar wichtige Informationen geben konnte. Und sie kann nur Gutes berichten. Er kann schon Sitz und Platz, geht locker an der Leine, ist absolut verschmust. Eben noch war ich mit ihm im Katzenhaus und da konnten wir feststellen, dass er auf Katzen auch überhaupt nicht aggressiv reagiert. Er ist allerdings noch ein bisschen unerfahren mit Kindern, daran müsste man ihn sicherlich dann gewöhnen. Insgesamt zeigte er sich recht hundeverträglich, mit meinem Rüden hatte er eben überhaupt keine Probleme. Man bekommt Mikey sehr schnell über Futter in die Aufmerksamkeit. Es ist ja wichtig, am Anfang einen Pfand in der Hand zu haben, damit man für den Hund erstmal wichtig wird. Mit der Zeit soll man natürlich als Mensch wichtig werden und auch ohne Futter in der Lage sein, den Hund auf sich zu konzentrieren. Aber im Moment ist es noch ein gutes Hilfsmittel. Er ist total begeistert von meiner Salami. Wenn ich Ihr Interesse für diesen netten Rüden wecken konnte, würde ich mich wahnsinnig freuen. Schauen Sie doch einfach mal bei uns im Tierheim rein. Sie können uns natürlich auch anrufen oder eine Mail schicken. Gerne vereinbaren wir auch einen Sondertermin für Sie. Freitag bis Sonntag zwischen 15 und 18 Uhr haben wir geöffnet. Wir würden uns freuen, Sie hier begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.